Heute liegt uns der Entwurf zur Schulgesetzänderung der AfD-Fraktion vor. Und wir müssen uns wirklich und ernsthaft die Frage stellen, Herr Schult, was würden wir verpassen, wenn wir diesem Entwurf nicht zustimmen? Gar nichts. Denn alles, was hier im Beschlussvorschlag vorliegt, ist bereits geregelt. Ich will mal bloß zwei Sachen. Die Ministerin hat ja schon einiges ausgeführt, Herr Renz auch. Deswegen ist es immer schwierig, wenn man als dritter Redner dann an der Reihe ist, dann vielleicht noch einiges dann hier Neues noch reinzubringen. Aber zum Beispiel in den schulgesetzlichen Regelungen, sprich also im Schulgesetz von Mecklenburg-Vorpommern, steht zum Beispiel in § 2 Bildungserziehungsauftrag der Schule. In § 3 stehen die Lernziele. In § 5 sind die Gegenstandsbereiche des Unterrichts festgehalten. Und in § 9 gibt es Aussagen zu den Rahmenplänen. Und schauen wir uns mal ganz konkret jetzt den Rahmenplan Mathematik in den Grundschulen an. Alles, was Sie in Ihren Worten jetzt gefordert haben und Ihrem Entwurf, ist geregelt. Ich will es mal hier zitieren. Grundschule hat die Aufgabe, sowohl die Bildungsansprüche des Individuums an die Gesellschaft als auch die Bildungsansprüche der Gesellschaft an den Einzelnen zu realisieren. Grundlegende Bildung verbindet drei Aufgaben und dann kommen die jetzt. Stärkung der Persönlichkeit, Anschlussfähigkeit und lebenslanges Lernen und Mitbestimmungs- und Teilhabefähigkeit. Und wenn Sie sich mal wirklich die Mühe gemacht hätten, in alten Beschlussfassungen nachzuschauen oder auf dem Bildungsserver, dann hätten Sie zum Beispiel lesen können, und hier möchte ich auch gerne wieder zitieren, Herr Renz hat schon gesagt, Land stärkt Kernfächer Deutsch und Mathematik. Lesen, Schreiben und Rechnen zählen zu den Grundfertigkeiten, die Schülerinnen und Schüler beherrschen müssen, um Erfolg zu haben. Das Land hat einen Mindestwortschatz für Grundschulen mit einem Umfang von 800 Wörtern eingeführt. Es legt fest, welchen Wortschatz die Kinder am Ende der Jahrgangsstufe 4 kennen sollen. Seit dem Schuljahr 2016/17 erhalten die Grundschülerinnen und Grundschüler außerdem eine Stunde mehr Deutsch. Herr Renz hat davon gerade gesprochen. Und schau, also wir haben abends, du warst auch mit dabei, abends mit Herrn Brotkorb zusammengesessen, haben das dann auch alles in Ruhe besprochen. Schauen wir uns mal die Stundentafel an der Grundschule an. An jedem Unterrichtstag gibt es, wir haben die Zahlen von der Ministerin genau gehört, mindestens jeden Tag eine Stunde Deutsch und Mathematik. Die Zahlen sind natürlich wesentlich höher. Dazu gibt es Sachunterricht. Wir haben die ästhetische Bildung, Kunst, Musik, Werken und darstellendes Spiel, Religion und Philosophieren. Und hier muss ich ganz deutlich sagen, Religion ist das einzige Fach, was bei uns im Grundgesetz steht. Wir haben Sport und wir haben die erste Fremdsprache ab Klasse 3. Ich kann mich auch gut an die Diskussionen erinnern, 2 oder 3 Stunden an die Umfrage. Aus unserer Sicht ist es eine sehr ausgewogene Stundentafel mit einer Stundenzahl, die dem Alter der Schulkinder entsprechend angepasst ist. Und warum sollen jetzt eine Schulgesetzänderung vorgenommen werden? Deutsch, Mathematik und Sachkunde haben den geforderten Stellenwert. Will man etwa die Stundentafel aufblähen? Das wäre jetzt die andere Frage. Will man etwa beim Fach Sport kürzen? Ich kann mich auch an gute oder Diskussionen erinnern, dass wir noch mehr Sport reinbringen sollten, um nachher wieder zu fordern, dass wir mehr Sport einführen, damit die Kinder sich mehr bewegen, unsere Kinder sind zu dick und da die ganzen Diskussionen, die wir mal hören. Oder wollen wir etwa bei Kunst und Musik sparen? Dann hören wir auch gerade von der AfD, na, wir brauchen Stunden, die Heimatverbundenheit, Lied, gut und weiß ich was, alles soll dann wieder gefordert werden. Und jetzt zum Populismus. In der Problembeschreibung dieses AfD-Antrags steht, ich zitiere, aus politischen Gründen wurde über Jahrzehnte innerhalb der Bildung und Erziehung im Allgemeinen wie in der Grundschule im Besonderen fragwürdige Prioritäten gesetzt und Inhalte sowie Anforderungen beständig reduziert. Das ganze Gegenteil ist der Fall. Wir hatten es ja gerade die Zahlen gesagt. Und Grundschulen, ich will noch mal ein paar Punkte aufzählen. Grundschulen wurden von den Schulträgern mithilfe des Landes fast überall saniert. Sie können gerne mal durchs Land fahren. Grundschullehrer erhalten das gleiche Gehalt wie die anderen Lehrer bei uns im Land. Da gehören wir zu ganz, gibt es nur wenige Länder in Deutschland, die das machen. Es wurde die volle Halbtagsschule eingeführt. Schulkinder können bei uns und das auch kostenlos mindestens bis zur 3. Klasse in Hort, in vielen Kommunen sogar bis zur 4. Klasse zum Hort gehen. Die Kernfächer Mathematik und Deutsch wurden vor Jahren schon gestärkt, 2016, 2017 hatte ich Ihnen gesagt. Dazu gibt es die Landesprogramme Lesen macht stark, Rechnen macht stark. Ab Klasse 3 können die Kinder die erste Fremdsprache erlernen. Und, das darf man auch nicht vergessen dabei, das Land hat unter anderem Verträge mit dem Landessportbund, dem Landesfeuerwehrverband, dem Landesangelverband abgeschlossen, um nur einige zu nennen, um die Schulen auch hierbei zu unterstützen, was auch zu einer kulturellen Bildung mit dazugehört. Und in Mecklenburg-Vorpommern sollen die Schulen Wissen und Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, Einstellungen und Haltungen vermitteln, damit sich die Schülerinnen in ihrer Persönlichkeit entfalten können und Erfolg haben.
Das ist ein ganz klarer Erziehungsauftrag und das sind keine fragwürdigen Prioritäten. Die SPD-Fraktion lehnt diesen Entwurf ab und damit natürlich auch eine Überweisung. Ich danke für die Aufmerksamkeit.